und suchen uns mal auf dem Lobby. So, ich habe jetzt eine Lobby, wo ich nichts sehe, weil hier alles Kacke ist. Diese scheiß Konkurrenzkämpfe gehen mir auf die Eier mit ihrem scheiß Banner da oben. Ah, 28. Und tschüss. So, bin wieder da. Habt ihr schon was? Wie viele Leute suchen wir da? Ich habe eine öffentliche, aber für mich alleine. Perfekt. Okay, alles wird Rico. Dann lass doch mal da reingehen, da kommen vielleicht noch welche dazu, wenn wir dann reinkommen. Müssen mindestens 5 Leute reinjoinen. Dann wird sie komplett öffentlich. So, da sind wir schon. Also du meinst, da kommen jetzt nicht einfach welche drauf, oder was? Weiß ich nicht. Meistens war es so, dass wir bis 4 Leute war alles ruhig und dann... Dann lass uns einfach mal abwarten, vielleicht kommen ja welche drauf. Und dann haben wir schon mal eine Lobby, weißt du? Machen wir erstmal so ein bisschen Action mit ein paar NPC oder so. Dann hast du aber direkt ja die ganzen Cops, die wir auf Eier gehen. Ja, dann kann man mit denen Action machen. Habt ihr sonst was los? Ach, das stimmt wohl. Na du, wie viel? James Bond 007. Ja? 000. Ach. Ja, bei dir 00, die WC-Ente. Na dann, machen wir mal ein bisschen Action. Stimmt. Ich glaube, das mit dem Navigieren müssen wir noch zu lernen. Hä? Ich schieße die gerade sinnlos da rein und die explodieren einfach alleine. Von 8 Granaten hast du gerade 2 Wagen da drauf. Wo seid ihr? An der Autobahn. Holy shit! Oh, ist das Pferd selbst auch gejagt? Ich versuche übrigens nicht dich zu treffen, Rico, habe ich eh abgestellt. Ich weiß.
Kann ich eigentlich auf den Heli anvisieren? Ja, ne? Den Heli? Ja. Und da plumps. Ich glaube, das war aber ja meine Rakete, die den erwischt hat. Naja, er schießt ja auch mit Raketen. Ich hab meinen. Oh, Alter, der LKW vor mir gelandet. Oh, Scheiße. What the fuck? Die MPG ist hier mal wieder richtig am Rad. Sorry, das war keine Absicht. Ich wollte eigentlich auf den LKW schießen und der ist in dem Moment weitergefahren. Gut, ich hab's da mittlerweile wieder. Okay, jetzt hab ich... Ah, gut, jetzt bin ich mein Auto auch los. Ja. Oh, deins wird, glaube ich, eingebunkert, ne? Ja. Ja, ich hab 5 Sterne gehabt, immerhin. Das war jetzt auch keine Absicht, sorry. Boah, ich wollte doch nur den Wagen nehmen. Wie gesagt, ich kann ja nicht auf euch zielen direkt, wenn dann nur, wenn ihr in der Nähe irgendwo steht. Hui, bumm. In dem Pfeiler. Voll der Dance da oben auf der Pfeiler. Geil. So geil. You're through to your garage. You need me to bring you. Pass auf, hinter dir. Jetzt ja. Versucht wieder alles. Alter, schon wieder 2 Helis hier unterwegs. Hm. Oh, ihr Dreckskops, Alter. Geht ihr mir auf Eier? Oh! So einen habe ich schon mal. Ich hab schon mal einen Freund in der Lobby. Jetzt sind wir 4 Freunde. Habe ich schon wieder dich erwischt, Alter. Sorry. Ja, ich laufe immer in die falsche Richtung anscheinend. Oh, jetzt habe ich mich mit in die Luft gesprengt. Perfektly. Diese Drecks-NPCs gehen mir so auf Eier manchmal. Ach ja. Was denn? Hä? Ha? Jetzt sind wir schon 5 Leute in der Lobby. Ist doch gut. Ja, alles Freunde oder von der Crew. Von deiner oder von... Von deiner? Von einer von mir. Schade, ja. Können wir die ja gar nicht angreifen. Steig mal aus. Kannst du mich anvisieren mit deiner Waffe? Also nee, automatisch? Du hast gerade Ghosting an, Jo. Du bist durchsichtig. Achso, ach man. Weil ich hab glaube ich, ich bin in einem Lobby, wo es kein Stings gibt. Wo es kein was?
und kein Auto-Aim gibt. Oh, da mach ich doch mal. You need something, huh? One of your rides? Let me know. Oh, ja, aha, geil. Der war geil. Das kommt auf jeden Fall ins Video. So geil. I'll get there as soon as I can. Ah, nee, es gibt auch einen. Markus, musst du deinen Toreador extra tunen oder ist der so? Bleibt der so, wie der ist? Mit Raketen. Wie jetzt inwiefern tunen? Ja, die Raketen sind schon drin und die kosten noch nichts. Also muss ich eigentlich nur quasi das Auto kaufen, dann ist okay. Genau, so genau. Ich okay. Habe den ja im Casino gewonnen damals. Ich will den ja verkaufen, will den ja kaufen. Ich muss dafür aber gerade zwei Bananen an Autos verkaufen. Das ist einer meiner Lieblingsautos. Ja. Eben gerade, weil die Raketen nichts kosten. Aber kannst du den tunen so? Den kann man schon tunen, ja. Ich habe ja da auch ein anderes Lackdesign drauf. Ja, so ist das. Ich glaube, das Lackdesign, was ich drauf habe, kannst du nicht nehmen. Das muss man irgendwie freischalten oder so. Also es gibt schon welche, aber da gibt es auch welche, die kannst du so special, die kannst du freischalten irgendwie. So 3,6 oder, Millionen kostet der, oder? Der kostet richtig Kohle. Ja, wie gesagt, den habe ich aus dem Casino gewonnen. Oder Enrico, ich glaube, es gibt da so Speziallackierungen für das Ding, ja? Ja, manchmal schon. Ich weiß jetzt nicht genau, für welche Fahrzeuge, aber manche Fahrzeuge haben das, ja. I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Hui. Und jetzt bin ich hinter einem Zaun, wo ich nicht mehr rauskomme. Geil. Super, ich bin jetzt gerade wohin gesprungen, wo ich nicht mehr rauskomme. Wo bist du? What brings you in today? Jetzt sind wir nur noch zu viert. Wieder einer rausgegangen. Oh, schade. Ja, der ist schon länger raus. Seit 3-4 Minuten oder so. Der mochte uns wohl nicht. Der dachte vielleicht, dass er einfach eine Dings offen ist, eine RP-Lobby. Ja, dann schießt man den anderen einfach weg. Nein, der ist ein Freund von mir. Egal, dann schießt man dich mit weg. Könnt euch aber bald Neumongo suchen, sag ich schon. Bitte was? Was? Wie? Sag mal, warum? Das habe ich mir jetzt aber auch gedacht. Das habe ich mir jetzt aber gerade auch gedacht. Warum? Die macht keine Geräusche mehr, dein Gesicht ist zerfetzt. Danke fürs Auto. Wenn ich die Impressor verkaufe, kann ich die nicht verkaufen, ne? Doch. Alles okay. Verkaufen. Dann muss ich die mal abgeben. Na, Impressor musst du in Terabyte verkaufen. Was? Ja, du kannst damit doch nicht in die Werkstatt. Ja nicht. Wo muss ich die verkaufen? In Terabyte. Wie Terabyte?
Terabyte, das ist so ein LKW, wo du die drin parken kannst. Ach, da kann ich die verkaufen, oder was? Ja, genau. Ach, den das ist. Oh, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, den zu kaufen, weil ich kann den. Rechnen? Oh, Alter! Ich muss erst Nachtclub. Geil, ich muss Nachtclub kaufen, dann muss ich den LKW kaufen und dann kann ich das Ding erst verkaufen. Ja, cool. Ja, erstmal mehr Geld ausgeben, bevor du überhaupt welches kriegst, ne? Ja, deswegen lasse ich lieber sein. Ey. Die Lackierung kann ich auch, kann ich die beim Tuner in ändern, Werkstatt, ne? In der normalen überall, wo du deine Autos modifizieren kannst. Ja, die normale Werkstatt einfach, hier dieses Paint Spraying, ne? Ja. Das geht dir jetzt nicht wirklich angreifen. Da müssen wir uns ansonsten dann doch eine andere Lobby Ding suchen. Finde ich aber schade, dass einfach nie. Da hast du mal eine Lobby, wo alle rein können, dann joint da keiner nach. Ja. Ich hab einen Fahrgast! Ich hab einen toten Kopf bei mir im Wagen. Ja, der hat dich gerochen. Stinkt zwar ein bisschen, aber das geht schon. Du Hund. Habt ihr gehört, ansonsten müssen wir uns dann halt doch noch eine etwas gefülltere Lobby suchen. Ja. Willst du etwas Gefülltes suchen? Der hat doch schon öfters mal was Gefülltes. Oder er füllt zumindest etwas. Okay. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. Hä? Du bist jetzt rausgegangen, Nicht. Rausgeflogen. Ja, ja, ist freiwillig gegangen gesagt. Ja, da müssen wir es voll in Adio-Lobby suchen. Zack, mal weg. Nein. Ja, ja, komm schon. Der hat schon keinen Bock mehr auf uns. Auf dich. Spaß. Boah, ich bin klar. Tschüss. So. Hier ist eine Lobby mit 25 Leuten. Aber wollen wir schnell reinjoinen, Kev? Warte. It's coming at you. Ich bin gerade noch dabei, mein Auto zu. Ein bisschen Kohle zu verschaffen. Ich muss gerade Autos verkaufen. Ja, das dauert jetzt gerade. Hä? Nee, alles gut. Ich komme gleich dazu. Geht doch mal da. Straßenbande 187. Straßenschande, oder? Der hat nicht versucht, mich zu überfahren, der hässliche Uhrensohn. Die Sitzung, der du versucht beizutreten, ist voll. Ja, es sind jetzt 28. So. Verkaufen.
So, jetzt muss ich mein Toreador holen. Dann komme ich sofort dazu. Ich wollte ihn umbringen, aber er ist abgehauen. Wir sind eine kleine Pussy. Aber erst versuchen, mich umzufahren. Und dann auch noch verfehlen. You're through to your garage. You need me to bring you a ride? I'll bring it to you. Boah, dass sie die immer so weit wegstellen. Jetzt habe ich eine Lobby mit 6 Leuten. Ja, aber wie gesagt, ich bin direkt dazu. Mit 6 Leuten? Ja, Gruppen, so eine Gruppennummer. Wenn du dazu kommst, sind alle weg. Wer ist denn da drin? Keiner von meinen Freunden, keiner von meiner Crew. Einfach nur random. Der eine ist Level 5. Ja gut, das kann auch wieder ein dritter Account sein oder so. Guck mir mal kommt. Die KT an. 4,8er, 88er, 95er, 46er, 19er, ach das ist noch ein Lobby. PvB Crew 1909. Ach, da war ich gerade drin, das ist ja von Formel 1 Leuten. Ach so. Mies. Hab ich gar nicht drin gesehen. So schnell wieder raus. Ja, das ist die. Das geht nicht. So. Jetzt bin ich wieder bei Kevin drin. Hm. Der hier immer noch drin, chill. Ja, ich bin wie gesagt immer noch mit meinem Autos dran, mit meinem Auto dran. Das ist eine Freundessitzung. Da ist der komische Typ drin, der mich auf Facebook genervt hat. Hier sind nur zwei, Kev und ich. Ich sehe gleich 14 Uhr. Hero X02 hat The Lion King getötet. Ah, ist 29. Und wir suchen immer noch eine Lobby. Da haben sie Geduld, sie werden verbunden.